Ich begrüße Sie ganz herzlich. Mein Name ist Dr. Walter Ziegler. Ich habe für Sie und meine Studenten diese Buchreihe Große Denker in 60 Minuten geschrieben. Einfach deshalb, weil es mir ein Anliegen ist, die Kerngedanken der bedeutendsten Philosophen der Welt noch einmal klar und verständlich darzustellen. Philosophie ist ja etwas ganz Wunderbares. Sie stellt die wichtigsten Fragen, die es im Leben gibt. Warum bin ich hier? Was bedeutet das Ganze? Wie funktioniert die Gesellschaft, die Geschichte der Menschheit? Und wenn man sich mal das alles anschaut, von der Steinzeit und den einfachsten Anfängen bis heute, dann stellt sich die Frage, wo geht das Ganze hin? Wo endet die Geschichte? Und vor allen Dingen, was kann oder soll der einzelne Mensch in seinem Leben tun? Gibt es so etwas wie eine Aufgabe? Und wenn ja, worin besteht sie? Die großen Philosophen geben Antworten. Das Problem oder man könnte auch sagen, das Faszinierende und Spannende ist nun, dass diese Antworten sehr unterschiedlich ausfallen. Deshalb habe ich in der Buchreihe Große Denker in 60 Minuten versucht, den Kerngedanken des jeweiligen Denkers darzustellen anhand der wichtigsten Zitate und die Frage gestellt, was nützt uns dieser Gedanke heute noch? Und zwar für die Gesellschaft, aber auch für uns persönlich, also für unser tägliches Leben. Alle Denker haben ja die Frage gestellt, was ist es, was die Welt im Innersten zusammenhält? Bei Platon beispielsweise ist es die Idee des Guten, also die Öffnung unserer Seele für das Gute und dass wir lernen, mit dem inneren Auge zu sehen. Bei Marx sind es natürlich die Produktionsverhältnisse, die Arbeit, also die Art und Weise, wie wir persönlich, aber auch als Gesellschaft arbeiten und produzieren. Diese Arbeit prägt unser ganzes Leben. Wenn beispielsweise die Indianer Südamerikas oder auch die Germanen früher gemeinsam ein Feld bebaut haben und die Ernte geteilt haben, fühlten sie sich ganz anders als ein heutiger Fabrikarbeiter, Angestellter oder Manager im Kapitalismus. Das Sein bestimmt das Bewusstsein, so Marx. Bei Freud ist es nicht die Arbeit, sondern die Libido, also die Sexualität und darüber hinaus die Triebenergie, die wir entweder ausleben, unterdrücken oder sublimieren. Bei Hegel geht es im Leben darum, dass sich der Weltgeist entfaltet, der sich immer auf höhere Ebenen bringt. Mit Weltgeist meint Hegel aber nicht irgendeinen Gott, der zuschaut, wie wir uns hier auf der Erde abrackern, sondern unsere eigene Entwicklung. Also der Mensch ist zunächst Säugling, dann Kind, dann Jugendlicher, dann Erwachsener. Und auch die Geschichte der Menschheit entfaltet sich von einfachsten Anfängen immer weiter und steuert auf ein großes Endziel hin. Das ist der Weltgeist bei Hegel, die sich selbst Entfaltung der Geschichte. Bei Nietzsche ist natürlich das Entscheidende im Leben der Wille zur Macht. Bei Habermas die Sprache, also die Entfaltung der kommunikativen Vernunft. Denn durch die Sprache und den darin angelegten Wunsch nach Verständigung wächst die Welt, so Habermas, immer weiter zusammen. Das ist seine große Vision. Ich könnte das bei vielen weiteren Philosophen noch durchdeklinieren, denn jeder hat im Grunde ein Phänomen, von dem aus er versucht, die ganze Welt zu verstehen. Das kann eben die Arbeit sein, die Sexualität, die Sprache, der Wille zur Macht. Und interessanterweise erklären die Philosophen aber nicht nur die Welt aus ihrer Perspektive, sondern sagen uns auch, was im Rahmen dieser Welterklärung unsere persönliche Aufgabe im Leben sein könnte. Sie sehen, ich versuche Ihnen in jedem einzelnen Band den Kerngedanken des jeweiligen Philosophen nahezubringen. Und ja, eine Frage, die mir oft gestellt wird, lautet, mit welchem Philosophen soll man, wenn man sich für Philosophie interessiert, anfangen? Nun, ich denke, es ist letztlich egal, denn jeder dieser Denker hat zweifellos einen Funken aus dem Kristall der Wahrheit herausgeschlagen. Es bleibt mir nur noch, Ihnen viel Vergnügen zu wünschen.